Dass passive Mobilität nicht am längeren Hebel sitzt, stellen 4 Projekte engagiert unter Beweis. Also Bewegung im Alltag halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und da ist es wichtig, dass schon mal die Kinder zu Fuß in den Kindergarten gehen. Und wenn sie schon zu Fuß in den Kindergarten gehen, gehen sie später auch zu Fuß in die Volksschule. Und als Erwachsene erledigen sie auch kurze Wege zu Fuß oder eventuell mit dem Fahrrad, eher als wenn sie von klein auf gewöhnt sind, mit dem Auto gefahren zu werden. Die sind alle hergebracht worden, weil es einfach ein gefährlicher Kindergartenweg ist zu uns her. Und jetzt durchs Kinderzügle dürfen viele wirklich gehen. Kinderzügle fährt da. Wie in einem Bus wird ins Kinderzügle eingestiegen. Immer mit dabei geschulte Erwachsene. Die Materialien stammen von der AKS Gesundheitsbildung. In Rickenbach, einem Stadtteil von Wohlfurt, werden die Kinderzügle von den Eltern organisiert. I spent the day in the shade of a tree, thinking how we best spend this precious time everything given. Wenn man den Kindern sagt, sie sollen ihren Kindergartenweg zeichnen, die Kinder, die zu Fuß den Weg erleben, zeichnen die Wiese, die Tiere, den Regen, den See, alles Mögliche, was sie auf dem Weg eben erleben dürfen. Der Bewegungskindergarten ist gerne mit an Bord. Viele Kinder sind auch sehr schüchtern und finden nicht so schnell Kontakt zu anderen Kindern. Und durch das Kinderzügle sind sie in kleinen Gruppen und da tun sie sich leichter zum Kontakte knüpfen. Also es gibt insgesamt 6 verschiedene Zügle und die kommen aus verschiedenen Himmelsrichtungen, aber manchmal auch 2 aus derselben, weil dort besonders viele Kinder wohnen. Und die Kinderzügle sollten ja nicht zu groß sein. Und die längsten Strecken, die sind circa 1 Kilometer lang. Gerade für die Dreijährigen ist das schon eine Herausforderung, diesen langen Weg zu gehen. Auch in Salzburg-Lehn haben die Elterntaxis einen Imagewandel erlebt. Vor den Volksschulen, Lehn 1 und Lehn 2, gibt es keinen Verkehrssalat mehr vor den 2 Schulgebäuden. Früher war das Verkehrschaos so groß, dass eine Lehrerin es nicht mehr aushielt. Die Autos standen kreuz und quer und die Kinder mussten sich irgendwo ihren Weg bahnen. Meter mit dem Auto zu machen, ist vor den Volksschulen in Lehn passé. Die Kinder steigen in Kiss-and-Go-Zonen aus. Zu Fuß zur Schule zu gehen, liegt hoch im Kurs und wird dokumentiert. Und deshalb bekommt man jetzt an manchen Tagen fürs Zu-Fuß-Gehen eine Holzperle. Für die Holzperle bekommt man in der Schule dann einen Stempel. Die Stempel werden am Ende des Schuljahres zusammengezählt und die Klasse, die am meisten zu Fuß gegangen ist, bekommt dann eine Urkunde und einen Preis. Dass die Eltern sich daran erinnern, dass man das Elterntaxi jederzeit stehen lassen kann, bekommen sie auch eine kleine Belohnung. Heute sind wir sehr glücklich, dass das Zu-Fuß-Gehen auch in Lehn, einem multikulturellen Stadtteil von Salzburg, zu einem so großen Thema geworden ist. Die Freude am aktiven Start in den Schultag haben die Kinder der Volksschule Ranshofen durch das Projekt Mein Traumschulweg entdeckt. Das Verkehrsaufkommen in der Einbahnstraße vor der Schule gab den Anstoß. Ihr habt ja diese Verkehrszählung gemacht. Wie viele Autos habt ihr denn da circa gezählt? Ja, wir haben da so an einem Tag, so eine halbe Stunde, an circa 200 Autos gezählt. Und 2 Autos davor sind in die Almung gefahren. 200 Autos, das ist viel. Ja. Und was habt ihr denn sonst noch so gemacht bei eurem Projekt Unser Traumschulweg? Beim Traumschulweg haben ich und mein Freund jetzt auch noch so einen Beamer gezeichnet, der uns von der Straßenseite auf die andere Straßenseite führt. Weil auf der anderen Seite drüben, wenn man da jetzt steht und man mag einen Zebrastreifen überqueren, dann kann man unmöglich da oben bei der Kurve die Autos kommen, sagen wir, Herz nur. Für den Traumschulweg wurden Gefahren ausgeforscht und Ideen entwickelt. Für Autos gibt es Sperren und für Kinder eine Propeller-Ausleihstation, um gefährliche Situationen zu überfliegen. Damit der Traumschulweg nicht nur eine schöne Idee bleibt, gibt es Unterstützung von der gesunden Gemeinde und vom Verkehrsausschuss. Beide für uns wichtig, gesunde Gemeinde, die Bewegung
und Verkehrsausschuss eben, dass wir die verkehrsberuhigte Zone wirklich rund um die Schule erhalten können. Wir können schon feststellen, dass Kinder, die den Schulweg zu Fuß bewältigen, besser in der Schule lernen können als Kinder, die mit dem Auto bis vor die Haustür gefahren werden. Die Kinder, die gefahren werden, schlafen noch. Alle Untersuchungen bestätigen, dass Bewegung nicht nur für die körperliche Leistungsfähigkeit wichtig ist, sondern auch für die Lernfähigkeit und für die allgemeine Entwicklung sehr wichtig ist. Der größte Erfolg des Projektes, würde ich sagen, ist, dass wir die Kinder wirklich überzeugt haben, dass der Schulweg zu Fuß gesünder und lustiger ist. Das vierte ausgezeichnete Projekt führt in die Weststeiermark. Es heißt Bunte Spuren in die Schule. Für die Kinder der Volksschule Wies gibt es jetzt Elternhaltestellen. Da bleibt das Elterntaxi stehen und für die Kinder beginnt ein toller Schulweg mit den anderen. Die Figuren haben die Kinder zusammen entworfen und bemalt. Überall im Ort gibt es bunte Fußspuren. Die führen zum Sulmweg. Der Sulmweg ist der Schulweg. Die Kinder der Volksschule Wies finden es viel cooler, zu Fuß zu gehen, als in die Schule gefahren zu werden.